Willkommen zurück zu Let's Play Final Fantasy X. Im letzten Part haben wir ja diesen Tempel erreicht, wo wir dann gegen unsere eigenen Bestias kämpfen müssen und ja, wir bekommen Sachen dafür, haben jetzt endlich den Schokobo gefunden, deswegen sind wir hier und oh, das ging auch noch daneben. Und ja, mal gucken, was wir sonst noch so bekommen. Schwarzmagie, Blitzger. Blitzger? Scheiß auf Ekstase, ich denke mal, der ist eh gleich tot. Irgendwie so. Oh, Meteorit aus Core. Macht ja fast keinen Schaden. Und jetzt würde ich mal nochmal mit schön Masker raufhauen. Und dann sollte es auch schon nicht wirklich gewesen sein, weil Vafaris ist der Einzige, der irgendwie schnell tot ist. Also wird beim nächsten Instant mal irgendwie ein Zauber drauf gemacht und dann irgendwie Ekstase drauf geballert. Und dann greift der Gegner nämlich ziemlich oft an. Das ist mir dann aber auch scheißegal, weil ich gerade irgendwie scheiße war. Ich weiß auch nicht wieso, aber gut. Endlich! Na gut. Was bekommen wir jetzt? Feuerstein oder so ein Scheiß? Wir haben doch gerade Donner, irgendwas mit Donner bekommen. Mal gucken. Ich wünschte, meine Besties hätten wirklich so viel Leben. Aber okay, jetzt ist Shiva dran. X-Potion mal 30. Okay, wir bekommen einfach immer nützliche Sachen. Mal gucken, was alles dabei sein wird. Ne, Ixion und dann Shiva, genau. Kann ich die Bestie eigentlich dann noch tauschen? Das ist eine gute Frage. Okay, Ixion. Die dunkle Version hat mich ja meinst gekillt. Was auch immer. Ich freue mich schon, wenn wir selbst gegen Bahamut kämpfen. Ich glaube, das werde ich nicht schaffen. Außer mit Yojimbo. Das wird nicht funktionieren. Ja. Denke ich mal. Also, ich denke mal, wir schaffen alle. Solange es nicht Bahamut ist. Denke ich mal. So, Folger. Und jetzt 9.999 Schaden. Der Gegner ist dann dreimal dran, höchstwahrscheinlich. Ich habe jetzt nicht drauf geachtet, aber denke ich mal einfach. Yay, warum auch immer nur 9.999 Schaden. Ich will mal mehr machen, aber gut. Das hat mehr gemacht, cool. Warum können unsere Charaktere nicht melden? Holla, du machst Schaden, Ixion. Das mag ich nicht. Und weil ich es bin, der es abbekommt gerade. So, müssen wir warten, du bist down, alles klar. Eigentlich würde ich sagen, du machst jetzt noch dies und das, aber gut. Das ging schnell mit Ekstase, aber gut. Weiß drum. Chocobo-Feder! Moment, damit kann ich ja was beschwören, oder? So, dann können wir jetzt gegen Shiva kämpfen. Eigentlich würde ich ja jetzt Yojimbo beschwören, aber es kostet dann zu viel Geld und dann mal gucken, was Yojimbo gegen Bahamut machen kann. Ich denke mal, kein anderer kommt sonst gegen Bahamut an. Falls wir überhaupt gegen Bahamut und dann noch irgendwann gegen Yojimbo kämpfen müssen, was ich aber eigentlich denke, dass wir es tun müssen, aber ankam tue ich nicht. So. Jetzt müssen wir ja auch irgendwas bekommen. Ich weiß nicht, was wir am Ende hier bekommen werden. Vielleicht ihre ultimative Waffe? Ich habe keine Ahnung. Ganz am Ende. Aber mir fehlen ja noch Bestias und das nicht wenig.
Denke ich mal. Es gibt ja noch ein paar Optionale. Ich denke mal, Anima konnte man auch bekommen. Yay, Himmelszorn. Das macht nicht so viel Schaden, das finde ich gut. Ekstase ready. Die lasse ich aber mal voll. Für welche Fälle auch immer. Bam. Und das war's. Nein? Doch. Wollte schon sagen, warum ist die Leiste sonst weggegangen? Shiva hält wirklich nichts aus. Das finde ich schade. Shiva ist mein Lieblingsbestie eigentlich. Eigentlich. Benutze ich viel zu selten. Aber gut. Mega Potion, 60 Bar. What the fuck? Kriegen wir hier für Sachen? Alles klar, dann einmal kurz speichern und dann nochmal zurückgehen. Dann mal gucken, ob wir dann gegen Bahamut kämpfen müssen. Wäre ja mal nice to know. Wo ist dieser Speicherpunkt denn bitte entstanden? Da, wo ich verreckt bin an dem Bosskampf ein paar Mal, oder? Bei diesen komischen Tetris-Rätseln. Ich denke mal, das war's. Wofür stehen eigentlich diese Symbole da? Dieses Rot, Gelb und Blau? Das ist eine gute Frage. Well, Yuna, shall we see how well you're tra- Very well. Now, are you- Und wenn ich irgendwie alles geschafft habe, kann ich da hinten weiter durchkommen, oder? Da hinten ist doch noch was. Wie sie immer wieder die lange Animation macht. Na, so sieht man immer noch mal jede lange Animation. Hab ich auch nichts gegen. Okay. Bin gespannt. Ich bin echt gespannt. Shiva macht ja nicht viel Schaden an dem. Ifrit könnte noch Schaden an dem machen, aber... Mal 1111. Oder 1111. Fuzuka? Achso, ja, diese. Das macht ja ausnahmsweise mal ein bisschen Schaden. Ist ausgewichen, finde ich gut. Und nochmal. Ich gebe mein Geld gerade aus, aber egal. Wakizashi! Oh, das macht Schaden. Finde ich super. Und wie viel Schaden? Du machst mir keinen Schaden. Alles klar, finde ich super. Counter 5? Ich mag keinen Countdown. Ich hasse Countdowns. Achso, bis Mega Flair, ne? Ach du Scheiße. Kosuka! Ich hoffe mal, ich kann den vor dem Mega Flair vernichten. Und wenn Mega Flair, dass ich da noch eine andere Bestie benutzen kann. Aber Wakizashi! Automatisch jetzt einfach. Okay, ohne Geld zu bezahlen, finde ich super. Finde ich super, dass er jetzt einen kostenlosen Angriff quasi gemacht hat. Nein, nicht eins. 1111. So. Wakizashi! Mach 8000 Schaden! Hey, Moment, er ist gerade schon... Das war einfacher als gedacht. Okay. Wollte die Ekstase aber trotzdem schon mal irgendwie voll haben. Und jetzt kommt selbst Yojimbo, ne? Mal gucken, ob Bahamut das schafft. Ich denke mal, oder hoffe schon. Blumenkrone. Okay. Und mehr kann ich nicht machen. So, ich hoffe, Yojimbo packt das. Bahamut packt das. Ja, diese Animation ist schön.
Choose your Aeon will, Summoner. Ich habe irgendwie das Gefühl, ich werde an dem jetzt verrecken. Trotz Ekstase. Gut, ich werde Ekstase erst dann benutzen, wenn ich vielleicht drei Zauber rausgehauen habe. So, Folge macht wie viel Schaden? Fast 6000. Laska macht weniger. Daigo. Okay. Immerhin. Folge einfach mal wieder. 6004. Ach, der ist schon ziemlich erschöpft. Okay. Dann brauche ich ja keine Ekstase mehr einsetzen. Mich wundert's, dass er jetzt schon down ist quasi. Und nur mit seinem Daigo angegriffen hat zweimal. Das ist doch etwas komisch. Schon wieder, okay. Der hätte mich jetzt theoretisch instant rausnehmen können, aber gut. So, was das jetzt? Nein? Ich riskiere es mal. Weiß nicht, was er kann, aber ich riskiere es mal. Einfach noch weiter rauf ballern. Und das war's. Ja, gut. Lief doch gut. Ich weiß jetzt nicht, ob ich Glück gehabt habe oder dass es so gewollt ist. Keine Ahnung. So, mir fehlen noch ziemlich viele Bestias, die ich hier dann gegeneinander kämpfen lassen sollte. Restrum, schwarzer Stein. Okay, Blumenkrone. Das ist ein Ausrüstungsgegenstand für Yuna? Weiß ich nicht. Blumenkrone. Nö. Items. Sehe ich irgendwo die Blumenkrone? Perfekte Blumennebelspiegel. Dieser Spiegel hat sein Licht verloren. Leute, ihr könnt mir auch noch sagen, was ich mit diesem Item noch machen kann. Das habe ich ja bekommen durch das alte Schwert. Komm ich denn jetzt nochmal her? Ach ja, durch das Schokobrennen. Was ich mit diesen Marken eigentlich mache. So wie da ein Bettlektik. Ah, da, Blumenkrone. Birgt das Geheimnis unter unbekannten Bestien. Wir können mir auch gerne sagen, was ich damit machen kann, aber gut. Okay. Very well. Now. Jetzt gucke ich nochmal, was ich bekommen würde, wenn ich was doppelt mache. Das ist nämlich auch mal nett to know. Vayu Jinbus Ekstase, jetzt dass er jemanden instant killt. Geht das auch bei Superbossen? Fragezeichen. Das wäre mal nice to know. Aber gut. Weil ich will nämlich irgendwie dieses schwarze Exion jetzt einfach mal in die Fresse schlagen. Frag mich nicht wieso. Ist einfach so. So. Schaden. Bei dir muss das voll wenig Schaden. Ja, wie komisch. Aber gut. Ist halt so. Schallschwinge, was er immun gegen, was er jetzt schneller wird, ich weiß es nicht. Mal gucken, was du machst bei 21. Dasselbe wie vorher auch, war alles gut. Moment, du hast deine Ekstase nicht. Was? Du hast deine Ekstase nicht mehr voll. Das ergibt keinen Sinn. Was? Okay. Warum ist die Ekstase auch immer wieder leer? Ja, freie Angriffe nehme ich immer gerne.
Aber warum ist die Ekstase wieder leer? Sagt Bau. OP. Was würde ich jetzt theoretisch davon bekommen? Oder eher gesagt praktisch. Kraftsyrid. Ja, ich würde noch Sachen bekommen. Ihr könnt mir ja Sachen sagen, was ich davon bekomme. Ich kann nicht an ihr vorbei, aber da hinten geht's doch noch weiter, oder? Ich bin jetzt so der Überzeugung, dass wenn ich wirklich alle Bestias haben sollte und sie dann auch besiegt habe, da hinten weiterkomme. Ich glaube nicht, dass das der Fall sein wird, dass ich noch jede Bestie jetzt bekommen kann, weil ich natürlich an einen Tempel nicht reinkomme. Für diesen Fall, wenn es so ist, welche Sachen könnte man von welcher Bestie noch bekommen, falls ihr das wisst? Und welche, und was befindet sich dahinter? Das würde ich dann noch doch gerne schon wissen, wenn ich es nicht machen kann. Aber gut. Ist halt so. Stelle-Ebene wollte ich nochmal rein. Weil da direkt der Shop ist. Und ich jetzt gerade keinen anderen in Erinnerung habe. Gut. So, Goldnadeln. Kann man sie... Oh, Items bitte. Kann man Goldnadeln bei dir kaufen? Finde ich super. Ich weiß nicht, wie viel ich nehmen will, aber... Ich sag mal 51. Und dann wollen wir mal umbauen, und zwar nehmen wir... Ah, komm, irgendein Schild. Und irgendein Schutz. Steinwall, bitte. So, ich brauche für Wall Perseus-Granate. Scheiße! Ach du Scheiße, ich brauche 25? Ne, 30 brauche ich so. Okay. Dann brauche ich noch ein paar Goldnadeln. Hallo, werte Frau. Ich nehme doch noch ein paar Dutzend Goldnadeln mehr. Einfach nur, damit ich sonst auch noch ein paar habe. Nein, ich will doch nichts kaufen. Will umbauen. Schutz, Schutz, irgendein Schutz. Jetzt wäre es eigentlich auch sinnvoll gewesen, sich das Item zu merken, wo man jetzt dieses Steinschutz aufgemacht hat, aber gut. Konfusschutz mit Steinschutz. Falsch. Was habe ich jetzt gemacht? Ich glaube, irgendein Schild hatte ich jetzt. Und jetzt brauche ich für... Nicht für Walker. Walker hat die ja. Das darf ich nicht vergessen. Walker hat... was hat Rico denn? Wie heißen ihre... Da. Zum Beispiel. Aber da tut man Angriffe drauf. Ach, Armsachen. Alles klar. Das war noch die Sache. Dann hätte ich jetzt gerne einen Arm, auf den ich irgendwas tun kann. Bitte danke, gern geschehen. Lass so schwer sein, Todesarm. Einfach Steinschutz drauf. Problem ist, es ist kein Steinwall. Das heißt, sie kann immer noch versteinern. Das ist scheiße. Ausrüstung. Nicht nur Teil des. Wunderschild. Nein, du kriegst jetzt Kältedingspunkt war das, ne? Ja, Feldschild. Steinschutz. Kälte. Ist der Feldschild und hatte vorher Kälte nur gehabt, oder was ist los? Glorie. Du bekommst den Todesarm. Eigentlich hätte ich das auf die Glorie auch noch tun, aber egal. So, dann sind die ausgerüstet. Das heißt, im nächsten Part geht es jetzt zum Boss im Bajtempel. Ich sag bis zum nächsten Mal. Bis dann, viel Spaß und tschüss.